Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei The Evil Within, wo ich eine sehr lange Aufnahmepause hinter mir habe jetzt und erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen muss. Und leider kann ich jetzt momentan auch keine Aufnahmesession machen, zumindest heute nicht. Denn wir haben jetzt Freitag und ich nehme jetzt gerade kurzfristig auf, damit ihr die Folge auch sehen könnt heute Abend. Kam leider nicht eher dazu aufzunehmen. Hoffe, dass ich das jetzt hier gut gebacken bekomme, mich wieder ins Spiel einzufinden. War jetzt über eine Woche her. So, ich kann mich erinnern, wir haben den Turm gemacht, beziehungsweise den Weg zum Turm, und da waren ja jede Menge Besessene. Und am Ende noch ein Kettensägen-Typ. Okay, gut, dass wir nicht in den Aufzug gestiegen sind, denn der fährt einfach los. Wie sieht es waffentechnisch aus? Mini haben wir ja. Hier ein bisschen Grütze. 300, 3000 haben wir. Ist jetzt nicht sehr viel. Eine Spritze. Wir sind aber voll. Und auch mit voller Gesundheit. Ja, und hier sind wir an dieser Brücke, die wir gesehen haben. Wieso ist es hier so? Denkst du, Kidman geht's gut? Mir gefällt nicht, dass sie als Köder benutzt haben. Als würde jemand mit uns spielen. Die haben die da oben an die Glocken gehangen. Halt durch. Ist nicht mehr weit. Ja, Joseph, das hältst du schon aus. Hoffentlich. Aber hier können wir nichts mitmachen, außer gegenhauen. Dort unten waren wir ja. Ich wollte nur noch mal grob schauen, nicht, dass wir hier nachher eine Statue vergessen oder ein Kartenfragment. Aber wir haben wahrscheinlich schon welche übersehen und werden auch noch in Zukunft welche übersehen. Das sind nur zwei. Die schaffen wir. Nein, das ist keine. Du Idiot. Super, jetzt wollen die ihn richten. Joseph. Wir werden gesehen, ja, aber das ist jetzt. Kann ich? Ja. Kann ich da. Nein. Nein. Geht doch. Super. Ja, die Genauigkeit müssen wir auch noch hoch machen. Alles Steht er klar? jetzt. Ah, der steht auf. Mir geht's gut, keine Sorge. Ach, jetzt ist er wieder fit, oder was? Okay. Ihm geht es gut. Nur wie kommen wir hier rüber? Hier wohl nicht mehr. Können wir denn hier sonst noch was machen? Weil wir sind jetzt gerade in der Frequenz dahin gerannt. Aber hier liegt auch nichts. Hätte ja sein können. Nun gut, dann gehen wir mal. Ah! Der hat uns hier was rübergelassen. Das hält. Du hättest sie einfach lassen sollen. Was zur Hölle? Es ist nur eine Frage der Zeit. Was hat der bloß für Probleme? Es ist besser so. Was soll der Scheiß? Joseph hat noch mehr einer in der Waffel als wir. Also Sebastiano hat er schon. Okay.
Jetzt kommen da einfach mal welche nachgerannt. Wo auch immer die jetzt herkommen. Gib mir Deckung. Gehen wir. Ja, ich gebe dir Deckung. Haben wir hier oben irgendwas versteckt vielleicht? Weiß ja nie. Ach, das gibt's doch gar nicht. Da wirft jemand eine Axt oder so nach uns. Da kümmern wir uns gleich drum. Das gibt's doch gar nicht. Also die Genauigkeit müssen wir wirklich dringendst hoch machen. Mist. Jetzt müssen wir aber erst... Wie viele kommen denn da noch? Ich nehme mal die Shotgun. Damit wir das hier mal ein bisschen sicherer lösen können. So, brennen. So, das ging auf. Und da haben wir noch einen, der... Schnell, hier lang. Ich wollte aber noch die Grütze... Leider ging das nicht. Das ist Joseph, natürlich blöd. In Ordnung? Ja. Ja, du. Du hast einen an der Klatsche, mein Freund. Aber wer weiß, ob das hier alles real ist oder nicht. Wir wissen es nicht. Kann man hier rechts... Nee, kann man nicht drüber. Oh, das sieht mir auch wieder nach einem Marktplatz aus. Ob hier auch wieder so viele sind wie beim letzten Marktplatz. Ah, hier sind die Kisten. Jetzt aber ein bisschen Grütze und jetzt Muni. Ja, die Genauigkeit muss ich auf jeden Fall noch hoch machen. Das habe ich definitiv bemerkt. Öfters ziele ich auf den Kopf und trotzdem... trifft er nicht. Ich meine, dass man sich mal verschießt, ist ja gut und schön. Aber des Öfteren habe ich genau auf den Kopf gezielt und hat nicht so funktioniert. Sieht nach einem Marktplatz aus. Ach. Sieht verlassen aus, so wie alles hier. Wir sollten weitergehen. Habe ich eben gesagt, dass es ein Marktplatz ist und er auch nochmal... Jetzt wissen es alle. Und hier haben wir eine Kiste, wo wahrscheinlich eine Bombe sein wird. Ja, das war klar. Na komm schon. Oh, das war knapp. Oh, ein First Aid Kit. Bauteile nehmen wir auch gerne. 60 Stück haben wir schon. Das sieht schon mal gut aus. Da links geht es weiter. Ich will aber schauen, ob wir vielleicht hier ins Haus können und uns alles mal ansehen. Hier wird man bestimmt noch das eine oder andere finden. Der Marktplatz sollte ja was bieten. Aber wer weiß, was die da für Marktplätze haben. Grütze, immer gut. Oh, Kisten. Vater war ein unnachgiebiger Mann, stolz und, wie ich dachte, intelligent. Aber er war auch fromm, ein Mann des Glaubens. Er hat die Kirche stets unterstützt, egal was in der Zeitung stand. Er hat jegliche Anschuldigungen abgewiesen, als wären sie unfehlbar. Die Elenden, das Ungeziefer, die Unnachgiebigen. Diese Kirche hat sie alle aufgenommen. Ihnen wurde Erlösung und ewiges Leben versprochen. Doch sie kann ihnen nichts versprechen, was ich ihnen nicht nehmen könnte. Wird es irgendwie schwerer, sich zu bewegen? Ich habe jetzt aus Versehen diese Aufnahmen angemacht, weil ich habe die Kiste zerhauen und dann direkt auf Leertaste gedrückt, um halt den Krams aufzusammeln. Und dabei das Gespräch ausgelöst, beziehungsweise die Aufnahme. Hier haben wir ein Blendbolzen. Ah, können wir sogar mitnehmen. Gut. Obwohl ich die jetzt nicht so dolle finde, muss ich ehrlich sagen. Da gibt es... Ja, da sind so ziemlich alle Bolzen sinnvoller als die Blendbolzen. Die helfen nur
bei einer größeren Gruppe. Aha, ein Geheimgang. Das ist ja cool. Habe ich gerade zufälligerweise in der Wand gesehen. Und habe mich gewundert, warum da ein Loch ist. Wird es irgendwie schwerer, sich zu bewegen? Das hast du gerade eben schon gefragt. Keine Ahnung, beweg deine Beine und ja, geh vorwärts. Ich meine, unser Typ hier, der Sebastiano, ist ja auch nicht gerade der beweglichste. Für ein Detective. 4 Meter Rennen. Schon aus der Puste. Da kann man ja nicht von einem athletischen Charakter sprechen. Schlechter. Oder Metzger. Gibt es denn sonst noch was Schönes auf dem Marktplatz? Ich meine, wir haben jetzt schon wieder gut Grütze gesammelt. Da kann man das ein oder andere aufstocken. Hier so ein Holzhaufen. Hier haben wir noch ein paar Fässer. Was haben wir noch hier? Nochmal Waffenteile. Das ist gut. Und nochmal Grütze. Fast 7000, das gefällt mir. Und hier verkaufen sie also die Fabrikate, die immer in den besessenen Häusern stehen. Die Schränke. Kommoden. Ist es irgendwie schwerer, sich zu bewegen? Auch wenn du es noch, wenn du es noch 10-mal fragst, ich weiß es immer noch nicht. Jetzt will er sich selber umbringen. Jetzt fragt er uns hier so komische Dinge. Was ist bloß los mit dem? Aber ich glaube, wir sind jetzt hier fertig. Also am Marktplatz direkt. Wir müssen jetzt weiter unseren Weg gehen. Tatsächlich gerade erschrocken vor der Lampe. Da vorne ist ein weiteres Tor. Und ich glaube nicht, dass es sehr lange ruhig bleiben wird. Hier haben wir ja sonst nichts mehr. Aber in das Haus da vorne konnten wir nicht rein. Das sieht ja so verlockend aus, das Haus. Hier war die Stelle, wo wir durchgekrochen sind. Da ist doch... Da ist doch ne... Ne, das ist ein Fenster. Kommen wir da rein? Ich glaube nicht. Weil wenn das jetzt auch nochmal so ein Geheimgang wäre, dann... Wäre es ziemlich komisch, direkt zwei an einem Ort. Aber das sieht halt so verlockend aus, weil es ja direkt am Marktplatz steht. Jetzt hängt er da fest am Sackreis. Steht halt direkt am Marktplatz und sieht so aus von der Ferne, als wenn man da hin könnte. Aber ich glaube, ich habe es gerade widerlegt. Nun gut, dann gehen wir halt durch das Tor und wollen nicht weiter... irgendwelche Sachen probieren und uns lieber weiter ins Geschehen stürzen. Kann man da drüber lauschen? Nein, uns erwartet das Unerwartete. Ein Friedhof. Sehr beruhigend. Was denkst du, wo wir sind? Du meinst wohl wann? Die Gebäude hier sehen aus wie im Mittelalter. Ja, aber es gibt Elektrizität. Aufzüge. Dieser Ort ist nicht real. Wie ein Wirrwarr aus Erinnerungen. Das hat er aber früh bemerkt, dass dieser Ort nicht real ist. Nach allem, was er da bisher gesehen hat, geträumt hat oder halluziniert hat, ich habe keine Ahnung. Aber real scheint mir das nicht zu sein. Stirbt er jetzt? Oh Scheiße. Lass uns hier kurz verstecken. Oh.
es sich so angefühlt, Sebastian? Nach dem Unfall. Ich habe mir nie eine Knarre an den Kopf gehalten. Nein, natürlich nicht. Hast deine Sorgen in Alkohol ertränkt. Wir können nicht alle perfekt sein. Meine Arbeit hat nie drunter gelitten. Aber hey, du hast den internen Bericht gelesen. Ich habe dich nicht gemeldet, weil ich mir Sorgen um deine Arbeit gemacht habe, Sebastian. Warum denn sonst? Wir haben keine Zeit für sowas. Ich brauche meinen Partner. Ich zähle auf dich. Ja, was ist bloß los mit dem? Er ist irgendwie infiziert, so wie wir auch, aber irgendwie stärker als wir. Und... Was gefunden? Vielleicht. Lauter Symbole. Irgendein Kult. Könnte hilfreich sein. Und hier haben wir ein Kartenfragment. Kartenfragment 12. Mir geht's gut. Wir sollten besser weiter. Ich glaube nicht, dass es dir so gut geht. Was ist das? Ist das das Schlachthaus? Wieder eine Spritze. Diesmal können wir aber eine nehmen. Wir sind eh voll und wir haben ein bisschen verloren. Okay. Also wenn das da, das da. Ich hab's. Was notiert er sich denn da? Das sind Zeitungsartikel, aber man kann sie nicht wirklich... nicht wirklich lesen, aber er sagt das da, ich hab's. Keine Ahnung, was er da sieht. Wir können dort jedenfalls nichts erkennen. Und hier geht es wieder in den Raum mit dieser Musik. Sprich in der Realität oder einen sicheren Hafen, wie man es nennen mag. Ich nenne es einfach mal sicheren Hafen, weil dort wurden wir bisher... nicht tödlich angegriffen. Dann gehen wir mal hindurch und schauen mal, was der Schlüssel bringt. Okay, jetzt kommen wir komischerweise immer aus den Fotos raus. Die Karte hat ein weiteres Stück dazu bekommen. Aber wenn es hier in diesem Spiel so Geheimräume gibt wie vorhin mit dieser Statue, da muss man ja wirklich sehr achtsam sein. Muss ich dann ein bisschen mehr aufpassen, um nicht solch ein Geheimraum zu dass mir solch ein Geheimraum entgeht. Was haben wir denn hier? Ah, super. Zwei Spritzen. Das war natürlich ein Reinfall. Ich weiß auch gar nicht mehr, das ist so lange her mit der Aufnahmesession, was ich aufwerten wollte. 7000 haben wir jetzt knapp. Aber ich bin mir nicht sicher, hatte ich schon den Shotgun fertig gemacht. Schadensmultiplikator? Nein, hatte ich noch nicht. 28000 benötigen wir dafür. Das ist also noch ein Weilchen. Müssen wir noch ein bisschen sparen. Und ich würde sagen, ich speichere jetzt gleich erstmal. Aber noch haben wir was zu lesen davon. Machen wir erstmal Missing. Diesmal mal andersrum. Vermisst Pastor Salvador Graciano. Pastor diese italienischen Namen. Pastor Graciano und mehrere Kirchenmitglieder von Cedar Hill werden vermisst. Seit ihrem Verschwinden ist die Kirche verriegelt. Ja, das hat also mit der Kirche zu tun, wo wir vorhin durchgegangen sind, beziehungsweise, ja, oder auf den Weg sind dorthin. Ich weiß es gar nicht mehr. Durch das ganze Hin und Her bin ich jetzt irgendwie total verwirrt. Jedenfalls wird der Pastor vermisst. Eigentlich die ganzen vermissten Hinweise haben immer dahin geführt, also diesen Orten, wo wir auch waren, beziehungsweise hingegangen sind. Also wird es hier bei der Kirche auch so sein. Wir bewegen uns ja auf die Kirche zu. Und
Komischerweise werden dann noch die Vermisstenanzeigen dort immer erscheinen. Naja, wie dem auch sei. Lesen wir mal das hier. Ermittlung gegen Pastor eingeleitet. Gemeindeverstieß möglicherweise gegen Kirchenstatuten. Pastor Salvador Graciano wies Anschuldigungen der finanziellen Maßlosigkeit zurück. Ja, kennt man ja, Tebats van Elst. Kirchenvertreter überprüfen das Fehlen von Unterlagen zu Geldspenden und Gemeindeausgaben. Ja, das ist ja auch einer ihrer Vorlieben. Jüngere Gemeindemitglieder haben sie ja auch ganz gern. So, jetzt schauen wir mal kurz hier nach. Weil hier auch manchmal was versteckt ist. Ich bin mir nie so sicher. Man kann so oft in den Spiegel und jetzt sind halt wieder neue Ereignisse. Wir sind aus diesen Bildern rausgekommen, mal wieder. Aber es war wieder anders als sonst und haben halt neue Ausschnitte. Ich dachte, dass sich dann hier was verändert, scheint aber nicht so zu sein. Wie schon erwähnt, man muss halt immer darauf achten, was hier so passiert und wo sich was verbirgt. So, und in der nächsten Folge werden wir dann weitersehen, wo wir langkommen, beziehungsweise ob wir die Kirche finden werden, sagen wir es mal so. Aber das sehen wir halt erst in der nächsten Folge, denn wir sind am Ende einer Folge. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da, auch wenn es heute ein bisschen chaotisch war. Ich weiß, aber musste jetzt leider kurzfristig so aufnehmen. Beim nächsten Mal gibt es dann wieder eine vernünftige Aufnahmesession an einem Stück. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Und bis dahin, tschüss.